Jo, meine Freunde, das ist das dritte Mal, dass ich diese Mission versuche aufzunehmen und StarCraft immer wieder abschmiert. Jawollo, ihr habt richtig gehört. StarCraft schmiert bei mir immer wieder ab. Die Protoss bereiten all ihre Shuttles für einen Start vor. Eine Warp-Verbindung. Auf der anderen Seite kann ich Millionen Protoss spüren. Shakuras. Wenn auch nur ein Shuttle es hindurchschafft, wird es in Reichweite von Shakuras gelangen. Das darf nicht geschehen. Wir sollten sie vernichten. Nein, das würden sie bemerken. Wir können nur versuchen zu verhindern, dass ihre Shuttles die Verbindung erreichen. Na, fast Hydralisken. Abathur, nimm ihre Essenz in den Schwarm auf. Hydralisk wiederhergestellt. Metamorphose von Larve. Ich brauche mehr Hydralisken, um diese Shuttles zu vernichten. Jawollo, Kerrigan. So. Wir machen jetzt das, was wir immer gemacht haben. Wir sollten mehr Hydralisken erschaffen, um die feindlichen Luftangriffe auszuschalten. Das Thema hatten wir schon, meine Freunde. Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. Dass ich das kann, ist mir durchaus bewusst. Nein. Meine Königin, die Protoss haben ein Shuttle entsandt. Es befindet sich auf dem Weg zu einer Ah Warp-Verbindung. ja. Nicht, wenn ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Wir werden das Shuttle zerstören. Wir werden jetzt ganz aggressiv. Natürlich. Erstmal, wir werden jetzt erstmal Overlords bauen, natürlich. Es war klar. War auch der Plan. So, den schaffen wir noch. Genau, das war das Zielchen. Die ziehen wir alle mal hier rüber. Okay, aber jetzt 5,16 haben wir dann schon mal erreicht. Den würden die mir killen, deswegen lassen wir das. Wir werden gleich darüber gehen. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Es hat eine ganz besondere, ganz langsam. So, ach, da kann ich gar nicht mehr weiter. Dann machen wir das direkt so. Was hier? Okay, danke dir. Wer hat dich gefragt? Du hast meine Aufmerksamkeit. Dieser Schwarmcluster gehört jetzt dem Schwarm. Sehr gut, das wusste ich nämlich. Ihr werdet dieser Eiswelt niemals entkommen. Meine Königin, die Protoss sammeln biologische Proben und bewahren sie in diesen Stasiskammern auf. Wenn möglich, zerstören wir die Lager und beschaffen uns die Biomasse. Du hast meine Aufmerksamkeit. Alles Klärchenbärchen. Wir verbinden mal unsere Lärgischen. Dieses Schiff wird von Kampffliegern eskortiert. Ja. Ihr könnt uns nicht alle aufhalten, Kerrigan. Ja, die kommen ja schon, mein Engel. Kein Stress. Das muss hier sein. So, hier wieder.
alles an Larven, was wir haben. 3, 6, 9, 12. 16 Stück bauen wir gerade an Drones. Ah, das ist eine super Zahl, muss ich sagen. 25 Stück hier. Ja. Hatte. Ich bitte dich, es hatte. Der Rest wird erstmal hier hingeschickt. Ja, die werden da angegriffen. Sehr schön. Ganz easy gesiezy. Wir werden uns jetzt mal langsam in Richtung Bonusmission machen. Okay. Okay. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle gestartet. Es bewegt sich auf einen unbekannten Ort zu. Sie aktivieren mehr Warp-Verbindungen. Ich spüre zwei weitere. Große Menge an Biomasse. Nützlich. Dein Schwarm verbessern. Danke, Abatur. Für diesen wunderbaren Kommentar. Wir werden hier aber auch dezent mehr Spore-Crawler setzen. Und von hier werden wir auch noch zwei nehmen. Und hier welche setzen. Einfach um eine kleine Welle der Sicherheit bei uns hier reinzutragen. Okay, des Weiteren können wir das ja hier hinsetzen. Okay, wir haben jetzt genug Mineral. Ach, noch mehr. Okay, ja, machen wir es mal so, zack. Ist gar kein Stress, was wir hier haben. Ein bisschen unseren Creep spreaden. Zwei müssten in der Stellung gewesen sein, okay. Okay, ja. Für den Fall, dass hier noch was rein will, haben wir hier alles auch erledigt. Hauen wir mal hier uns hier hoch. Ein bisschen Creeps gespreadet zu haben. Das ist alles verbunden mittlerweile. Der Schwarm ist gut, dann machen wir das so. Hier müsste uns ein... Die Protoss starten Shuttles von einer neuen Basis aus. Das macht die Sache etwas komplizierter. Macht keine Gefahr. Ein weiteres Lager wurde zerstört. Was hatten die Protoss mit all dieser Biomasse vor? Ich spüre eine Psi-Matrix der Protoss. Deine Streitkräfte nähern sich der gegnerischen Basis. Ah ja? Ist das so? Nähern wir uns der gegnerischen Basis, also? Es juckt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die Bohne, dass wir uns da der gegnerischen Basis nähern. Heißt ja auch genauso gut, die nähern sich uns.
So. Kein Shuttle darf entkommen. Kein Shuttle wird entkommen. Mit zwei Creep-Tumoren die gesamte Map regieren oder was hier. Zack. Ein bisschen ganz frech den Creep spreaden. Wir haben nicht viel Zeit. Da hast du recht. Lasst uns das hinter uns bringen. Ich höre. Wir müssen hier durch. Nichts stellt sich mir in den Weg. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Bisschen Micron hier. Ganz locker. Es endet hier. Macht keine Gedanken. Das war die letzte Stasiskammer. Ja. Werde Biomasse untersuchen, absorbieren, Schwarm verbessern. Ja, das hoffe ich ja mal für dich, sonst war das ja alles hier umsonst. Die Protoss schicken zwei Shuttlewellen. Hartnäckige Mistkerle. Ja. Wir besitzen beinahe die komplette Map. Creep spreaded. Warte mal hier mal die nächste Welle. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, das ist ganz easy peasy jetzt gerade hier. Kann man jetzt so sehen, kann man so oder so sehen? Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Los jetzt. Der Schwarm ist. Was jetzt? Jetzt kommt her, wir haben den Creep, Jungs. Da besteht kein Zweifel, dass wir das Ding jetzt nach Hause holen. Na, natürlich A-Move. Mit dem Move-Befehl nach oben alles. Gehen wir mal da rein. Einfach weil wir frech sind. Einfach, weil wir frech sind. Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Der Schwarm ist hungrig. Nichts stellt sich mir in den Weg. Tja. Wir haben nicht viel Zeit. Jawohl. Protoss haben weitere Shuttles gestartet. Gelangt nur ein Shuttle durch die Verbindung. Werdet ihr die Macht der Goldenen Armada zu spüren bekommen? Wir haben nicht viel Zeit. Es wird aber keins durchkommen, mein Freund. Der Schwarm ist hungrig. Das ist die schlechte Nachricht für euch. Das war ja wohl nicht mal ansatzweise in der Nähe. Ja. Der Schwarm schläft nie.
Das war ja ganz süß von denen. Dann machen wir es einfach so, komm. Was soll da schon passieren? Ja. Ja, stirbt halt Kerrigan, ist auch wurscht. Ist alles kein Stress hier. Ach, pff, da räum mal auf. Ja, ja, komm her, Kerrigan. Freut mich, dass du wieder da bist. Da kommt man jetzt gar nicht hin, oder sehe ich das richtig? Die starten gleich zwei von einem, ja, weil die haben ja nur noch eine. Haben ja nur noch eine Ladebucht. Creep Spread 1C, muss ich sagen. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Ja. Nichts stellt sich mir in den Weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Ach, Zucker, was ich hier mache. Was ist das mit dem? Der Schwarm schläft nie. Ein Schuss und alles. Ah, wunderschön. Oh, kommt man da eigentlich hin? Wir haben nicht viel Zeit. Nicht, oder? Nicht so wirklich, ne? Ach, doch, oder wie? Ach, da kommt man anscheinend doch hin. Basis des Gegners. Ja, ja. Der Schwarm ist hungrig. Los jetzt. Der Schwarm ist hungrig. Ja. Los jetzt. Ha. Setzen ein Mutterschiff ein. Sie verwenden es wohl, um die Shuttles zu tarnen. Wir haben nicht viel Zeit. Weiter vor. Kein Entkommen. Verteidigt die zentrale Warp-Verbindung mit allen Kräften. Holt ihre Schiffe vom Himmel. Alle Starthangars der Protoss wurden zerstört. Ach, haha. Die Protoss wurden vernichtend getroffen. Ach, haha. Mhm. Es ist nicht zu Ende, solange sie nicht alle erledigt sind. Mhm.